Hallo, in diesem Video geht es um die sogenannte Farbe Uli Beier Spezial. Dazu habe ich hier schon mal die Farben aufgebaut und dieser blanko-weiße Needle Stick soll diese Farbe bekommen. Noch ein paar Hintergrundinfos zur sogenannten Farbe oder zum sogenannten Dekor Uli Beier Spezial. Tatsächlich stammt die Farbe nicht von ihm, ist also auch keine Erfindung, das hat er selber zugegeben, sondern dieses Dekor war früher standardmäßig auf Zahltwobblern zu finden. Er hat jedoch mit diesem Dekor jede Menge große Hechte gefangen, Videos gemacht, in Zeitungen publiziert und schon wollen natürlich alle Angler diese Farbe haben. Ich persönlich, das wisst ihr, stehe extrem auf die Farbe Gelb-Orange. Das ist so mein Knaller. Und so habe ich auch meine Fenix Needle Sticks mit Gelb-Orange bemalt, beziehungsweise andersrum. Mit Gelb-Orange habe ich die größten Barracuda und Bonitos gefangen. Man glaubt halt einfach daran und wenn man an einen Köder glaubt und an eine Farbe glaubt, dann fischt man sie häufiger. Und dann wird man zwangsläufig auch damit mehr Fische fangen. Warum ich mich entschlossen habe, diese Farbe, dieses in erster Linie Grün und Blau, auch auf diesen Köder hier aufzutragen, liegt einfach daran, dass sich ein Needle Stick grundsätzlich für diese Farbe extrem anbietet. Denn der Hornhecht, der auch hier in Norwegen reichlich vorkommt, der ist eben hier eher grünlich-blau. Anders als zum Beispiel der atlantische Hornhecht, der eher cyanblau und ein bisschen lila drin hat. Die Ostseehornhechte, die kennt ihr sicherlich auch, und die sind auch eher grünlich. Deswegen bietet sich das schon an und deswegen möchte ich auch diese Farbe ausprobieren. Doch einmal hat ein Kunde tatsächlich auch einen Uli Beier Spezial Needle Stick bestellt und damit sogar einen Barracuda auf den Kanaren gefangen. Und hier in Norwegen habe ich irgendwie so das Gefühl, das ist mein Instinkt, dass der Lachs extrem nicht nur auf den Needle Stick, sondern eben auf diese Farbe stehen könnte. Und das möchte ich ausprobieren und deswegen starte ich jetzt mit dem Airbrushen von dem Needle Stick. Die Farbe Uli Beier Spezial besteht grundsätzlich aus zwei Farben, nämlich Grün und Blau. Aber nicht irgendwelche Grün und Blau, sondern fluoreszierende Farben. Wo ist der Unterschied zwischen einem ganz normalen Blau und einem Fluorblau? Die Marke ist es nicht, denn es gibt sowohl von eben Vallejo als auch von Aerocolor fluoreszierende Farben. Aber hier das Blau ist eben nicht fluoreszierend. Es leuchtet zwar jetzt auch ein bisschen heller, doch diese Farbe ist fluoreszierend und da sieht man nicht nur, die leuchtet heller, sondern die leuchtet auch wirklich grell. Also Tagesleuchtfarben. Das muss man unterscheiden von phosphoreszierenden Farben, die eben nachtleuchtend bzw. selbstleuchtend sind. Also wenn ich hier das Licht wegnehme, das UV-Licht, dann habe ich keinen weiteren Leuchteffekt. Das gleiche gilt für die Farbe Grün. Auch hier wieder mit der Lampe. Es passiert nichts. Wenn ich dann die fluoreszierende Farbe nehme, da hat man wirklich diese schöne UV-Leuchtkraft. Und die brauchen wir eben für die Farbe Uli Beier Spezial. Man kann das Ganze noch ein bisschen abstufen, abtönen mit Gelb. Auch hier wieder normales Gelb. Fluoreszierendes Gelb. Für diejenigen, die neu beim Thema Airbrushing bzw. Köderbemalung sind, das sind hier Airbrushfarben. Die sind auf Acrylbasis bzw. auf Wasserbasis, Acryl-Wassergemisch. Und die sind tatsächlich untereinander mischbar. Das heißt, ich habe hier von Createx, eine bekannte Marke, Farben von Vallejo und meine uralten Farben von Aerocolor von Schminke. Die habe ich in den 80er Jahren als erstes ausprobiert und bin auch jahrelang dabei geblieben. Bin dann zwischenzeitlich bei Createx gelandet und bei Fastcolor. Fastcolor hat mich sehr begeistert. Das hier ist ein Pearl-Effekt. Sehr schön. Aber inzwischen bei Vallejo. Die sind zwar etwas dünnflüssiger, die Farben. Ich bin begeistert und sind auch nicht so teuer. Für den fast selben Preis bekommt man 60 ml von Vallejo, aber nur 30 ml von Schminke Aerocolor. Zudem riechen diese Farben sehr gut. Die sind tatsächlich mit aromatischen Stoffen ausgerüstet. Wie und ob das gesund ist, weiß ich jetzt nicht. Aber zum Beispiel diese zitronenartige Farbe, dieses Gelb, das riecht auch tatsächlich zitronenartig. Das Grün, das riecht, glaube ich, ein bisschen nach Gras. Die Farben sind untereinander mischbar, was aber nicht unbedingt heißt, dass alle Farben eben auch gleich deckend sind. Also manche Farben sind etwas dickflüssiger. Klar, hier das Pearl-Effekt, das hat eine ziemlich dickflüssige Mischung drin, genauso wie die Glitter-Effekte, während zum Beispiel das Gelb halt eine recht dünnflüssige Farbe ist. Ebenso das Blau von Aerocolor.
Dementsprechend sind die unterschiedlich deckend und auch unterschiedlich mischbar. Also man kann die Farben nicht eins zu eins immer vermischen, sondern muss dann eben ausprobieren, was die korrekte Mischung ist, um eine bestimmte Farbe zu erreichen. Da ich das Dekor nicht zu simpel stricken möchte und zu plakativ, habe ich mir überlegt, dass ich meine eigenen Gedanken doch besser mit einfließen lasse. In dem Fall bedeutet das, dass ich mir mit Silber eine Art Schuppenmuster als Hintergrund brauchen würde. Und das reflektiert zusätzlich das Licht und eben damit auch die Farbe. Weiter geht's mit einem schönen, gelben, transparenten Farbverlauf. Und zwar über Rücken und Flanken. Weiter geht's mit Fluorgrün. Bei Airbrush-Farben muss man übrigens aufpassen, dass die Farbe nicht verläuft, also keine Rotznasen bildet. Hier arbeite ich nass in nass, aber immer darauf Acht geben, eben, dass die Farbe nicht verläuft. Gerade bei diesen Vallejo-Farben ist es schon mal schnell passiert, dass es eben zu Rotznasen kommt oder dass sich Wassertröpfchen, Farbtröpfchen irgendwo in der Farbe bilden. Weiter geht es mit der Farbe Blau, natürlich Fluoblau. Und wer in der Grundschule aufgepasst hat, der weiß, dass die Farbabstufung bzw. der Farbverlauf von Gelb über Grün nach Blau absolut miteinander mischbar ist. Das heißt, man erhält keinen Unbund oder irgendein ekliges Ergebnis. Dementsprechend muss man auch nicht zwingend die Farbpistole zwischendurch reinigen. Man kann einfach Farbe für Farbe aufeinander aufbauen. Das ist ein Nass-in-Nass-Verlauf und man sieht, es geht gut. Die Farbe bringt die Kamera leider nicht so rüber. Das ist wirklich ein sehr krasses Grün. Blau, was ich hier erzeugt habe. So, zwischenzeitlich habe ich den Needle-Stick mit der UBS-Farbe mal trocknen lassen. Das sollte man immer, wenn man Nass-in-Nass lackiert hat, bevor man dann weiterarbeitet. Und jetzt werde ich hier mit der Farbe Cyanblau, nicht fluoreszierend, einige Akzente und Kontraste setzen. Rein theoretisch hätte sich damit das Thema Uli Beier Spezial hinsichtlich den Farben schon erledigt. Sieht. Allerdings möchte ich noch zusätzliche kleine Akzente mit Schwarz setzen, mit verdünntem Schwarz. Bei Schwarz muss man mal ganz vorsichtig sein, was man damit macht. Weil Schwarz ist in den meisten Fällen, auch bei anderen Farben, sei es Tattoofarben oder ähnlichem, die deckendste Farbe. Also da kann man eine Menge mit versauen. Und zwar möchte ich, dass das Auge noch ein bisschen besser rauskommt und eine kleine Flosse andeuten. Wenn man so will, wäre das Schwarz um die Augen herum so eine Art Kajalstift, die Menschen auftragen, um eben das Auge stärker hervorzuheben. So, noch ein Flösschen dazu mit der Schablone. Da muss man ganz besonders aufpassen, sonst hat man ganz schnell zu viel an Schwarz. Position genau aussuchen. So, damit ist die UBS-Farbe fast fertig. Denn ein letzter Schritt folgt noch. Und zwar bekommt der Köder noch einen Finish mit dieser Fast-Change-Farbe. Das heißt eine Color-Change-Farbe. Man sieht es vielleicht ein bisschen. Die wechselt die Farbe von Gelb nach Bläulich. Also sehr fischig vor allen Dingen. Und die kriegt der Köder noch als Finish. Hier sieht man diesen fischigen Schimmer sehr schön. Fehlt eigentlich nur noch die Auswahl der Augenfarbe.
Viele dieser sogenannten UBS bzw. Uli Bayer Spezialköder haben ja rote Augen, manche weiße bzw. silberne und manche gelbe. Ich glaube auch, dass gelbe eigentlich am besten passen würden. So zum Beispiel gibt einen schönen Kontrast und wirkt trotzdem nicht zu unnatürlich. Ja, rein theoretisch wäre der Köder so fertig und ich könnte Drillinge dran machen und an den Fjord bzw. ans Gewässer gehen. Aber so hält natürlich die Farbe nicht allzu lange. Das heißt, sie ist nicht wasserlöslich, sie ist trocken, obwohl sie wasserverdünnbar ist. Sie ist trocken, wasserfest, aber die geringste Spur von einem Stein, von einem Fels oder auch selbst von der Angeltasche, von der Angelbox, würden halt direkt die Farbe runterkratzen. Das heißt, hier muss noch eine Epoxidbeschichtung drüber. Und wie er danach aussieht, das seht ihr hier. Ja, da ist die sogenannte Farbe Uli Bayer Spezial doch etwas entmystifiziert. Denn tatsächlich ist es eigentlich nur eine ganz normale Hornhecht-Variante von Hornhechten, wie sie in der Ostsee vorkommen oder auch hier in Norwegen. Auch Heringe haben dieses Farbschema grün-blau, nur dass es eben fluoreszierende Farbtöne sind. Ich werde diesen Needle-Stick einsetzen im Mai. Momentan haben wir noch Schnee hier im März und dann werdet ihr sehen auf meinem Kanal, ob es da was zu berichten gibt, ob diese Farbe auch hier tauglich ist. Bis dann. Tschüss.